Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Heute mit Juju und Fick dein Insta. Bin sehr gespannt, was das für ein Ding wird. Gehe aber davon aus, ich meine, ich habe es noch nicht gehört, aber ich gehe davon aus, dass es in die Richtung von so Festival-Dinger geht. So die alte Juju mit so von Sixten-mäßig. Also wirklich auf die Fresse Frauendeutschrap, würde ich sagen. Aber bin mal gespannt. Wir gehen einfach mal rein. Let's go. Dein Insta, mach kein Fitner. Echte Berliner, kalt wie der Winter. Durstlöscher mit Wodka, Model lächeln für Blitzer. Und das meine ich. Da ist wohl dieses Melodische wieder in der Hook, aber diese doppelstimmige Juju, die ist schon irgendwie einzigartig. Deswegen, ich gehe gleich davon aus, die Parts werden genauso, wie ich gesagt habe, wie diese. Wie nennt man das? Eigentlich ist es ja normaler Deutschrap, aber für mich ist es einfach so Sixten Deutschrap, weil die das so geil gemacht haben damals. Fick die AfD auf Locker, ja. Egal wie viel Geld, du bleibst ein Opfer. Fick dein Insta, mach kein Fitner. Echte Berliner, kalt wie der Winter. Durstlöscher mit Wodka, Model lächeln für Blitzer. Fick die AfD auf Locker, egal wie viel Geld, du bleibst ein Opfer. Ich komm direkt aus der Gosse, deshalb glaub ich nicht an Worte. Für dich war Rap eine Branche, für mich die einzige Chance. Gib mir Mercedes, ich ficke dein Porsche. Denn in meinen Augen bleibst du nur ein Bonze. Es sind zwar immer noch Männer, die Bosse. Doch in der Szene hier riecht es nach Fotze. Du kleine Bischmann, wen willst du bedrohen? Touristen zu mobben ist meine Passion. Sag mir jetzt nicht, du bist kein Hurensohn. Deutsche Rapper spritzen Hyaluron. Hier, wo die Flüchtlinge ticken, eigene Brüder sich ficken aus Spaß. Hier, wo die Kinder sich spritzen, weil sie keinen kennen, der auf sie aufpasst. Bruno Banani, nicht mal Geld für Aldi. Aber finde aber auch, das fällt mich jetzt gerade erstmal auf. Wie oft Juju einfach von Berlin rappt. Gefühlt geht es ja immer nur um Berlin und was drumherum, so, also was da passiert und so. Das finde ich eigentlich voll geil. So als Dorfkind, wie ich es bin, der viel zu weit weg davon wohnt. Von so einer Großstadt oder von Berlin gerade. Schon crazy. Aber jetzt mache ich Masari, ist eine ganz andere Welt. Und nein, nein, Papi, ich bin nicht deine Barbie, ich bin so wie ein Tsunami. Ich mach nur Boah, der Bass, der knallt aber auch gut rein, ne? Mach kein Fitner. Echte Berliner. Kalt wie der Winter. Durstlöscher mit Wodka. Model lächeln für Blitzer. Fick die AfD auf Locker. Egal wie viel Geld, du bleibst ein Opfer. Fick dein Insta. Mach kein Fitner. Echte Berliner. Kalt wie der Winter. Durstlöscher mit Wodka. Model lächeln für Blitzer. Fick die AfD auf Locker. Egal wie viel Geld, du bleibst ein Opfer. Ich komm nicht mehr klar mit dem ganzen Erfolg. Ich bin meine eigene Prio. Die Ketten, die Platten, die Zähne vergoldet. Unter meinem Bett eine Mio. Ich bin nicht Vampir, doch die Bitches, die wollen mich. Fragen sich, woher der ganze Erfolg. Ich hatte doch so viele Fünfen auf Zeugnis. Hab es geschafft, nur wegen. Auch wie die ausatmet dabei, ne? Bei den Ende der Rhymes. Ich muss das nochmal hören. So dieses Ausatmen. Klar, also du merkst halt, wie sie drückt bei ihrer Stimme. Also nicht ein normales Sprechgesang, sondern schon richtig, richtig schön Kraft in die Stimme reinsetzt. Und dann am Ende dieses Ausatmen-mäßige, das kommt so geil. Ja, mit dem ganzen Erfolg, ich bin meine eigene Prio. Die Ketten, die Platten, die Zähne vergoldet. Unter meinem Bett eine Mio. Ich bin nicht Vampir, doch die Bitches, sie wollen mich. Fragen sich, woher der ganze Erfolg? Ich hatte doch so viele Fünfen auf Zeugnis. Hab es geschafft, nur wegen euch. Und weil wir mal Fotzen waren, könnt ihr jetzt Host sein. Auch wenn ich so gerne totschweig. Ich ficke die Szene im Mondschein. Werf sie am nächsten Tag weg wie ein Trostpreis. So wie Rapper mit Kids, wenn das Koks knallt. Schreib, hab im ersten Intro alles prophezeit. Juju, 4, 4 Euro, hohei. Yo, Bruder, bitte mach mich zu nem Tupac. Sagen geldgeile YouTuber, grad zu irgendeinem MC. Bitte mach mich zu nem Tupac. Alles prophezeit. Juju, 4, 4 Euro, hohei. Yo, Bruder, bitte mach mich zu nem Tupac. Sagen geldgeile YouTuber, grad zu irgendeinem MC. Ich sitz 4 Uhr nachts. Einfach mal die YouTube-Szene auseinandergenommen. Die angesprochen werden, kapieren sowieso nicht. Aber da sind ja viele, die. Finde ich gute Line, finde ich sehr gute Line. Sehr, sehr gut. Fick dein Insta, mach kein Fitner.
für Blitzer. Fick die AfD auf locker. Egal wie viel Geld, du bleibst ein Opfer. Fick dein Insta. Mach kein Fitner. Echte Berliner. Kalt wie der Winter. Durstlöscher mit Wodka. Modellächeln für Blitzer. Fick die AfD auf locker. Egal wie viel Geld, du bleibst ein Opfer. Also die Hook, die ist auch schon so geil, ne? Ich dachte, da kommt noch was. Irgendwie dachte ich, hier ist gerade mal nur... Oh ja, Brüder, ey, ist schon gut. Alter, krankes Ding. Also wie gesagt, wie ich ja schon gesagt habe, so Sixten-mäßig, Festival-mäßig, perfekt für Festival. Deswegen war hinten hier hinten auch so geil, so diese Zusammenschnitte von irgendwelchen Konzerten oder war da nicht sogar ein so ein Festival-mäßig? Aber ist ja auch egal. Richtig geiles Teil. Perfekt rausgehauen, würde ich sagen. Perfekt zur Festivalzeit. Richtig, also alleine der Beat ist krank, wie Juju sich da drauf gibt. Hammer. Ich finde Juju sowieso geil. Vom Stimmmäßigen her, aber auch vom Aussehen her, aber von Stimmmäßigen her. Weil Juju, die kann einfach gefühlt alles. Melodisch ist sie unfassbar einfach. So, da sind so viele Lieder, die ich einfach feier von ihr, weil die einfach so eine einzigartige Stimme hat, würde ich sagen. Ich muss ehrlich sagen, in der Sixten-Zeit habe ich die nicht so verfolgt, weil ich auch zu der Zeit nicht wirklich diese Musik gehört habe. Dann kam ja so dieses Juju-Einzelprojekt, bam, bam, bam. Und da habe ich das immer mehr gefeiert, muss ich sagen. Und heute ist zum Beispiel so ein Tag, wo ich den Song hier richtig feiere, weil der knallt dir in den Kopf. Ansagen drücken, also geile Lyrik, passende Lyrics, einfach geil. Also Real Talk, Hammerding. Und videotechnisch, ja, auch passend. Also Real Talk passend, so mit diesen, dass sie da mit ihren, mit den Jungs steht, mit den Mädels steht, mit ihren Mädels da steht, gerade hier am Ende. Bisschen übertrieben, dass sie so durchdrehen, aber gut. Das kennt man ja, glaube ich, schon von denen so. Finde ich aber auch passend, gerade zu dem Song Fick Dein Insta, alles richtig gemacht. Aber sonst das Video auch so geil. So die ganzen Parts, die da sind, wie Juju gekleidet ist, sowieso Hammer. Was da passiert, wie die alle durchdrehen, ein Party machen, dann wenn sie über Berlin rappt, dass man dann auch so Eindrücke von Berlin sieht. Und dann, ja. Hookmäßig alles richtig gemacht, Konzert gezeigt, wenn die da am Twerken sind, wenn die da am Party machen sind. Ja, so wie man es halt kennt, ne? Und dann halt so erzählen, und dann der zweite Part war auch geil, so vom Reinkommen her, man sieht, so diese alten Sachen, richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht zu hören. Ist auch Real Talk zum Durchdrehen, zum Party machen, richtig geiles Teil. So einfach mal zum Scheißegal, was du hörst. So einfach mal reinschmeißen, das Ding. Ich glaube, das zwiebelt ganz anders. Ganz anders. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht ein Song, den ich mir jeden Tag anhören würde, weil ich einfach, wie gesagt, ihr wisst, ich bin so ein melodischer Kerl, ich mag es mehr so. Ruhiger, was heißt ruhiger, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, ich mag ja auch EDM und sowas, ist ja auch nicht gerade so ruhig. Aber so auf die, dieses auf die Fresse-Ding, ab und zu ganz geil, wie ich schon meinte. Und heute hat es richtig Spaß gemacht anzuhören, muss ich ehrlich sagen. Bin gespannt, was da noch kommt von Juju. Bei ihr bin ich ja auch, muss ich halt auch wirklich dazu sagen, einfach weil ich Juju als beste Rapperin Deutschlands sehe. Ist es mir eigentlich fast relativ egal, was sie macht. Hauptsache, der Song klingt nice, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, die Stimme ist sowieso schon für mich sehr weit oben. Einzigartig, wie sie benutzt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Einen wunderschönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.